Die Wände sind bepflastert mit Edelmetall. Auszeichnungen für den Komponisten Dieter Bohlen, der weltweit den Soft-Sound von Modern Talking absetzen konnte. Bohlens Griff nach der kommerziellsten Tastatur hat den Schlager Made in Germany exportfähig gemacht. In einem Hamburger Vorort bewohnt Bohlen ein schmuckes Eigenheim. Wie ich es zuerst gehört habe, da klang es für mich wie ein bisschen aufgepoppte Bee Gees von früher. Ja, ich weiß, ich meine, Bee Gees zum Beispiel sind echt eine meiner Vorbilder, nicht genauso wie zum Beispiel ABBA oder sowas. Und also ich stand schon immer mehr so auf in Popmusik, mehr als meinetwegen so auf totale Rockmusik oder sowas. Und unser Ziel ist es ja auch als Modern Talking, so die Leute einfach super zu unterhalten. Wir wollen jetzt nicht irgendwie so eine tolle Message oder so darüber kriegen, sondern uns geht es wirklich darum, so absolutes Entertainment und einfach schöne Musik, so mit viel Gefühl und so weiter. Musikalisch bleibende Werte hat Bohlen sicher nicht geschaffen. Aber es gelang ihm, was vorher keinem gelang, viermal in der deutschen Hitparade hintereinander Nummer 1 zu werden. Über 100 Gold, 12 Platin und 30 Silberschallplatten dienen Bohlen als Wandschmuck. Ja, gefällt dir dieser Teil im Job, so zu singen? Nö, eigentlich nicht. Also das ist, weiß ich nicht. Ich meine, also es ist für mich, also ich bin eben lieber kreativ, als meinetwegen jetzt irgendwie das 68.000. Mal You're My Heart irgendwie in Hongkong zu singen. Weil das nervt dann doch irgendwie. Ich meine, irgendwann hat man da die Nummern auch wirklich über, nicht? Und wir hatten ja mal so eine Zeit, als wir so ganz, ganz viel im Ausland waren. Da waren wir mal in Frankreich die Nummer gesungen, in Dänemark die und in Grönland die oder was. Das nervt ja irgendwie, ne? Ich bin also lieber, ich setze mich unten in mein Studio schon hin und schreibe eine neue Nummer. Und ich schreibe eigentlich fast jeden Tag eine neue Nummer. Bohlens Kritiker meinen, dass jeder Song dem anderen gleicht. Doch solange sich immer wieder Millionen Schallplatten mit Bohlens Happy Sound verkaufen lassen, gibt es scheinbar keine Marktsättigung. Also wir machen das eigentlich ein bisschen anders hier in diesem Studio. Weil wir fangen immer mit Schlagzeug und nur Gesang an. Wir sind also so 60, 80 Mal immer wieder übereinander gesungen, diese Chöre, die man da hört. Weil sonst gerade unsere hohen Stimmen, die charakteristisch sind für Modern Talking, die würden sonst ganz klein klingen. Und deshalb machen wir immer wieder, singen immer wieder. Aber Dieter Bohlen kann noch etwas anderes komponieren. Für den Smokey-Sänger Chris Norman schrieb er diesen eingängigen Ohrwurm. You think love's a game, love is an ocean. Endless and so deep, always in motion. I've got many ways to reach tomorrow. Love will always grow, no pain, no sorrow. When you take me in your arms, you can break me with your heart. I feel the magic of your charm. Oh, you're tearing me apart. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get high. Zum anderen bringt ja sowas auch Geld ein und du bist ein sparsamer Mensch. Ich meine, ist es trotzdem irgendeine Existenzangst? Ja, natürlich, klar. Also jeder, ich meine, also ich habe hier jetzt ein ganz kleines, zwar kleines, aber es ist klein, aber mein, ein schönes Haus und eine Familie und irgendwie ist man dann natürlich stolz drauf und ich möchte das also um Himmels Willen nicht mehr verlieren, nicht? Also ich möchte mein Auto und mein Haus und sowas eben behalten und irgendwie, vor allen Dingen möchte ich nicht nochmal irgendwie so betteln um Sachen, das ist einfach furchtbar, das ist ein furchtbares Gefühl, da auf den Knien zu liegen vor irgendwelchen Schallplattenleuten und so und sagen, bitte mach das oder versuch das doch und das Problem ist ja auch, wir waren jetzt ja sehr groß oder ich war sehr groß.
als Komponist in ganz Europa. Und ich meine, es gibt bestimmt Leute, die darauf warten, lass die erstmal wieder runtergehen. Und dann kriegen die richtig gut, also dann zeigen wir es denen mal. Der 32-jährige Komponist, der sich jahrelang nur mit magerem Erfolg begnügen musste, hat die Existenzangst noch nicht abgelegt, obwohl er eigentlich schon ausgesorgt hat, auch durch ständig neue Produkte im Happy Sound. Irgendwann muss das ja mal bergab gehen. Ne? Und ich meine, da hat ja auch jeder irgendwie ein bisschen Angst vor. Aber ich hoffe, ich meine, dass wir, ich will das jetzt gar nicht mit Nina vergleichen, aber wir haben unser Ding, glaube ich, irgendwie so von der Pike auf gelernt und sind da nicht so reingeschleudert worden wie Nina. Und ich habe unheimlich viele Titel vorher schon komponiert und das irgendwie wie ein Bäcker Brötchen backt, richtig gelernt komponieren. Und da hofft man natürlich schon irgendwie, dass die Leute auch merken, dass hinter den Nummern doch schon ein bisschen mehr steckt. Bohlen erwähnte den brötchenbackenden Bäcker. Das Bild stimmt, denn er backt Hits wie Brötchen. Hier seine Interpretin cccatch.